Einen wunderschönen Freitagmittag wünsche ich euch. Hier ist eine neue Folge LS19 ABB Team Challenge auf der Dönerroad zusammen mit dem Sören und meiner Wenigkeit. Schönen guten Tag. Und der Nähmaschine. Ach ja. Yo. Heute am Freitag, ihr Lieben, ist schon wieder Wochenende, Gott sei Dank. Erste Woche nach der langen Krankenzeit wieder arbeiten und ich habe schon wieder keinen Bock. Warum habe ich eigentlich Licht am Unimog an, ey? Was ist denn los hier? So dunkel ist es noch, Alter. Noch nicht. Aber mit Licht sieht cool aus. 110k Hackschnitzel für 80 für 8000? Ne, Hackschnitzel haben wir voll. Da können wir selber 80.000 abgeben. 50.000. Kostenlos hieß es. Richtig. Er geht jetzt unverstanden. Hallo. Hallo. Marvin. Hallo. Du hast da eh gerade nichts zu tun, außer mit 110.000 Litern Luft durch die Gegend zu fahren. Nee, jetzt habe ich 100.000 Liter Hackschnitzel. Und die will keiner haben. Ja. Weil du geschrieben hast, heute kostenlos. Was? Heute kostenlos? Nein, Transport kostenlos. Das hast du nicht dazu geschrieben. Deswegen das hast du nicht dazu geschrieben. Also, wo ist mein Mais? Klar! Ja, wenn du gerade mal nichts zu tun hast, Marvin, kannst du bitte mal in den Case springen und der 44 kannst du mal kurz kalken und danach die 46 machen. 44, wo ist 44? Neben dem LU-Hof. Achso. Ich muss mal ganz fix Taschenlampe suchen und raus, das kommt mir irgendwie, das klingt mir zu gravierend. Pass auf dich auf. Jo, bis später. Jo. Jo. Siehst du, ich habe hier wechselnden. Da soll noch einer sagen, Eggy hat so viele wechselnde Partner gehabt hier in der Challenge. Ist aber bei mir genauso hier. Jetzt der Sören, jetzt der Marvin. Mal den? Der kommt als nächstes? Finja. Hey. Glaube ich nicht. Meinst du nicht? Nee, nee. Hat ich keinen Bock auf LS? Nicht so. Was ist mit der los? Ja. Geschmäcker sind halt verschieden, ne? Ja. Sagte der Affe ein bisschen eine Seife. Ne, Seife schmeckt nicht. Das weißt du doch gar nicht. Doch, ich hab schon probiert. Ach, erzähl doch nicht. Was du laberst. Du laberst einen Unsinn, hä? Ja, du laberst voll Unsinn, Alter. Wild. Na, welche Felder hat er gesagt? 44? 44 oder? Und 46. 46. Jalla, jalla. Ja, ja, ich bin dabei, Chef, ich bin dabei. Ja, ja, gib Gas, Junge. Ja, ich komm raus. Ich muss mal gucken, ey. Habt ihr beim LU Zuckerrohr Schneider? Kann man dann schaffen. Oh, Alter, den brauche ich auch noch. Wir müssen ja auch noch Zuckerrohr ansammeln, ey. Aber war Zuckerrohr auch dabei? Naja, es war alles außer Silage und Gülle. Gülle.
Alles andere war. Ja dann. Major. Weiß ja, was du anzusehen hast. Nö. Erstmal nicht, erstmal machen wir die anderen Fruchtsorten noch. Noch habe ich noch nicht alles voll. Ich finde so ein bisschen was. Ich denke mal, die Felder, die jetzt mit Sonnenblumen, das wird reichen, hoffentlich. Jetzt muss ich noch eins mit Hafer machen, zwei noch mit Sojabohnen, dann sind die auch fertig und dann kann ich weitermachen mit Mais, weil Mais haben wir noch gar nichts. Okay. Aber wie gesagt, ich denke mal, Jürgen und Daniel sind mit Sicherheit so weit, da fehlt bei denen nicht mehr viel. Kann ich mir auch gut vorstellen, weil bei denen ist schon Respekt. Ja. Ist halt der Gewinnerhof, ne? Ja. Na gut, Hackschnitzel hatten wir ja ziemlich schnell voll. Ja. Das war ja gleich das erste, was bei uns voll war. Wollte gerade sagen, ihr habt ja genug Forst gemacht am Anfang. Ja. Richtig. Ja, jetzt auf Feld 64. Ne, 46. Ach, 46? Ja, 46. 64 gibt's nicht, es gibt nur 60 Felder. Ach, ich mach noch ein paar. Obwohl, wir haben ja auch schon drei Stück gemacht, also. Ja, siehst du. Und die Daniel hat ja auch schon einen Waldboden umgeflügt ohne Ende. Ja. Ja, und wir oben auch bei Feld 2 und 3. Ja. Na, also Feld 64 ist gar nicht so unrealistisch. Ja. Gar nicht so abwegig. So, und was sagst du dazu, dass die Dürrenrot eventuell ins 22er kommt? Ja, ich bin mal gespannt, ne? Ja. Wäre schon schön. Ja, hinter Kaifek wird es ja nicht geben. Leider. Ja, ja. Schade, schade. So eine schöne Karte. Ja, die war schon nicht schlecht. Ja, das war echt eine coole Karte. Hat Spaß gemacht. Mhm. Ja, war schon echt lustig, ey. Hi. 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 Hier ist ein kleiner Hundi gerade gekommen. Aha. Hast du auch einen Hund oder was? Ja, ich habe einen Hund und eine Freundin hat auch zwei Hunde. Ach stimmt, du hast ja auch einen. Ja, Sören hat ja jetzt auch einen. Ja? Jo. Oh. Hat er. Da ist der Hat er. Bull Terrier? Jo. Yo. Hat er Martin nachgemacht. Yo. Bisschen. Willst du weiterfahren, Sören? Yo. Ist ein kleiner das Ding. Ja. Hab ich mal leer gemacht für dich, ne? Sehr schön, danke. Unfreundlich, ne? Und steht Trampolino. Das steht alles noch. Das klingt so verheerend, aber es ist eigentlich das Geld vom Wind. Meine Frisur sitzt. Ist die Perücke nicht verrutscht, ja? Nein. Hast du nochmal Schwein gehabt? Jo, angeklebt, halt. Ja. Sieht Romy dich nicht oben ohne? Nein. Im Alter sind wir raus. Was? Also im Alter sind wir raus, das muss ich oben ohne in den Garten stellen können. Ach, hör auf. Junger Hüpfer. Du mit deinen 25 Jahren, Sören. Das mal schön wär's. Oh, das waren Zeiten. Sören ist so alt wie ich. Jo. Ja, das war schon 25. Jo. Ja. Ich werde dieses Jahr 43.
Junge, Junge, Junge. Alter Knacker. Ich weiß. Hören? Ja. Die Gomi hob mich gerade die ganze Zeit an. Ja. Oh. Macht mir langsam Angst. Nö, ist normal. Ich fühle mich bedrängt. Darfst nur keine Angst zeigen, ist alles gut. Okay. Zerr sie aus dem Traktor raus. Und schleppst in den Wald. Ist ein Unimog. Ja, egal. Zerr sie da raus und schleppst in den Wald. Wenn das dritte Mal gehupt hat, ist das Beste, was man machen kann, ist rennen. Ja. Dann ist sie sauer. Deswegen nie die Hupen drücken. Okay. Wow. Ja, vom Auto, Mann. Was ja, denkt ihr denn wieder? Hallo. Was hast du denn gedacht jetzt, Sören? Ja, ehrlich, Sören, weißt du? Was? Junge, Junge, Junge. Noch so viele andere Hupen. Unimog-Hupen, Mobil-Hupen. Jo. Mähdrescher-Hupen. Mähdrescher-Hupen. LKW-Hupen. LKW-Hupen. Es gibt noch so viele. Hupen über Hupen. Ja. Ich denke jetzt gerade nur an Hupen mal. Laute Hupen. Leise Hupen. Alles dabei. So, dann erzähl's erstmal Romy. Ja, mal gucken, ob das ein Käsebild mehr aushält. Ja, also. Was? Der Unimog schafft es einfach nicht. Schon süß, ne? Ja. Warum? Die Romy hat mich gerade gedüngt. Romy hat sich gerade gedüngt, ja. Ja, vielleicht wächst es ja noch ein bisschen. Das schöne Geld, hei, 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 hei. Ja. Die ganze Kohle weg. Kann ich mir nächste Woche was von Martin anhören, du? Ja, uns das Geld doch nicht, das ist der Eggy und Romy. Ach so. Ich habe hier Galk. So, immer so, ja. Aber erstmal müssen wir tanken. Das bleibt ja irgendwo stehen, ey. Ich gehe mal eben kurz in den anderen Channel. Bis Boss. Später. Bitte. Bis moin. Lass schön, dreimal schönes. Grüß schön. Wieso? Wieso? Altes verteilen. Das ist Morphin gerade Rummi auslagen. Ah, hast du mit dem Unimog versucht? Ja, wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Ja, wenn du mir im Weg stehst. Ja, wenn du mir im Weg stehst. Ich hab's gedüngt. Ah ja. Dann muss ich dich halt wegschieben, wenn du mir im Weg stehst. Da geht's rein. Okay, alles klar. Gut, ihr Lieben. Dann würde ich einfach mal sagen, war's das mal wieder für heute. Das war's für diese Woche.
Wir bedanken uns bei euch fürs Zuschauen. Lasst gerne nämlich nach oben da, schreibt in die Kommentare und ja, wir sagen Tschüss und Bye-bye. Schönes Wochenende euch und bis Montag dann. Macht's gut. Ciao, ciao. Ciao, ciao.